Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauer bei Techniklampen German Light. Verzeihung mir, ich habe zurzeit totale Langeweile und ich möchte euch meine ganzen neuen Sachen präsentieren, die ich heute gekauft habe. Eher gesagt, gestern, 1 Uhr haben wir schon. Und sorry, da ich um die Uhrzeit mitten in der Nacht Videos drehe. Ja, also ihr wird, oder viele werden von euch denken, ey, Techniklampen German Light, geht's noch? Warum machst du so spät um die Uhrzeit Videos? Warum drehst du um die Uhrzeit Videos? Ja, nein. Spaß beiseite. Ich möchte euch heute nochmal einen USB-Lithium-Akkuventilator vorstellen. Von dieser Marke hier. Ja, da gibt es großartig nichts zum Ventilator zu sagen. Ist ein schöner kleiner Standventilator. Also ich habe jetzt, ich habe heute geguckt, ich wollte, da haben die gesagt, ob ich einen Tischventilator haben wollte, der kleiner wäre für Tisch. Aber ich habe gesagt, Mini-Standventilator. Und ja, hier ist ein kleiner Fuß, den kann ich abmachen. So, das ist auf Fuß. Jetzt ist das ein Handventilator. Schön klein. Hier kann man noch die Angaben lesen, eben kurz. Wenn man es könnte. Ja, genau. Place Power. Mobil Fan. Fan Speed. Nein, ne? Ah, ich habe heute einen Zittering, keine Ahnung warum, Leute. Lasst euch bitte das nicht stören. Versucht euch das Video zu pausieren und das euch durchzulesen, wenn ihr es möchtet. Wenn nicht, spult ihr einfach vor. Artikelnummer, bla bla bla. Input DC 5 Volt 0,51 Ampere. Also 0,5 bis 1 Ampere. Output Power 1,4 Watt. Maximal Batterie 1200 mAh. 3,7 Volt. Also es ist eine 1860er Zelle drin. 4,44 Watt. Und ja, also die 1860er kommt hier rein, das ist hinter einem, hier ist die 1860er Zelle drin, die findet man auch häufiger in E-Zigaretten, also ja, E-Zigaretten oder, och nee, oder PC-Akkus, also, was ist denn hier heute los hier? Das fuckt mich jetzt gerade richtig ab. Sorry dafür. So. Ja, und hier sind durchsichtige, also leicht durchsichtige, gräuliche Lüfterblätter. 1, 2, 3, 4 Blätter, schöne Blätter. Und der ist mit Beleuchtung. Also. Da sind LED, hier sind zwei LEDs. Da sieht man zwei Löcher für LEDs. Irgendwie ist der gar nicht zu hier. Da bin ich jetzt außer drauf gekommen. Da sind zwei LEDs. Einmal hier unten die Status-LED, das ist anders. Und einmal darüber die LED, dass er geladen wird. So. Dann ist hier vorne ein Taster. Da. Und der hat drei Stufen. Also der kann von 5 Watt bis 10 Watt bis 15 Watt. Also von, ja, ich mach mal einfach an. Ich laber nicht so viel. Ich mach mal hier ein bisschen, aber heiß, mehr Licht. So am besten. So, einmal habe ich jetzt, das ist jetzt 5 Watt. Können wir da kurz mal hören, wie der Wind ist.
So, jetzt machen wir mal 10 Watt. Stufe 2. Schön Wind macht er. Und dann haben wir einmal 15 Watt. Stufe 3. Stufe 3 ist relativ laut. Ist noch angenehm, aber relativ laut. So, und ich kann euch mal kurz zeigen, dass er im Dunkeln leuchtet. Da sieht man, dass da ein Strahl leuchtet. Hier an der Seite. Genau. Jo. Ja, genau, hier an der Seite ist eine Status-LED, wie gesagt, eine blaue. Und wenn ich das auflade, das Gerät, dann ist die LED rot. Und ja. Genau, das war's eigentlich zu dem Ventilator. Schön klein, schön leicht. Den habe ich mir für 10 Euro bei Saturn geholt. Also wie gesagt, Leute, ich habe heute fast 100 Euro ausgegeben. Über 100 Euro. Aber das ist wertvoll. Das ist gut, weil dann kann ich auf meinen Arbeitsplatz, den ich habe, den Ventilator anmachen ohne Strom. Kann einfach betreiben mit Akku oder USB. Und ja. Dann lasst einen Kommentar da hier unten und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal, euer Technik-Klampen-Jumping-Leiter. Ciao. Viele Grüße gehen raus an LifeLight Electronics, Elvin Civil U-Bahn Bustram Fan 0911. An Mats Lorg und an der Technikexperte und halt an die ganzen anderen, die mich alle abonniert haben. Ja, und Grüße an den E-Fluss. Genau. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlen könntet, mich auch grüßen lässt und ja. Dann bis zum nächsten Mal, euer Technik-Klampen-Jumping-Leiter. Ich gehe zu Bett, weil es ist 1.06 Uhr und ja, bis dann, euer Technik-Klampen-Jumping-Leiter. Ciao.